Sie sind wieder da. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen. Nach ungewohnt langer Sommerpause haben sich die Bundesliga-Handballer heute wieder getroffen. Nicht nur zum Training, auch zur Pressekonferenz, und die Stimmung ist gut. Es war, ich glaube, sogar der längste Urlaub, den ich hatte, seit ich Profisportler bin, also seit ich 18 Jahre alt bin. Deshalb schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Man konnte sich gut erholen, konnte auch gut schon an Grundlagen arbeiten, an Schwächen arbeiten. Und jetzt freue ich mich, das nicht mehr alleine machen zu müssen, sondern mit meinen Kumpels hier in der Halle jeden Tag wieder stehen zu können. Und das darf der Kapitän auch. Ab heute werden die Löwen wieder als Team trainieren. Ein bestimmtes Ziel für die anstehende Saison gibt es aber nicht. Ja, natürlich wollen wir besser abschneiden als im letzten Jahr. Aber ich finde, jetzt das wichtigste Ziel ist, wie wir auftreten, welche Energie wir aufs Spielfeld bringen. Und ich glaube, dann werden wir auch sehr, sehr erfolgreich sein. Und dann ist für mich immer das Ziel, das Maximale aus einer Saison rauszuholen. Welche Platzierung das ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber ganz sicher ist, dass wir eine hohe Stabilität ausstrahlen wollen, sehr, sehr aktiv Handball spielen wollen, sowohl in der Verteidigung als auch im Tempospiel. Doch das Handballspiel an sich ist nicht das Einzige, was verbesserungswürdig ist. Im Laufe der abgelaufenen Spielzeit gibt es immer wieder Störfeuer abseits des Spielfeldes. Wir haben bei verschiedenen Prüfungen in den letzten Wochen und Monaten, haben wir Unregelmäßigkeiten bei uns in den Bereichen Finanzen und Vertrieb festgestellt. Und haben die dann direkt aufgedeckt und zusammen, ich in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat gemeinsam, dann personelle Konsequenzen gezogen und sind jetzt gerade dabei, die Themen aufzuarbeiten und da komplette Transparenz reinzubringen. Knapp 2 Monate später gibt der Verein dann auch die einvernehmliche Trennung von Kettemann selbst bekannt. Eine Personalie, die natürlich auch die Mannschaft beschäftigt. Man wünscht sich Konstanz in eine gute Richtung. Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung mit Jenny so getroffen. Und da gilt es für uns natürlich, das zu akzeptieren. Trotzdem hoffen wir natürlich ab dem jetzigen Zeitpunkt, dass wir wieder was Gutes aufbauen können und da einfach wieder mit Konstanz in die Zukunft gehen können. Und diese Konstanz soll er bringen. Uwe Gensheimer, ehemaliger Topscorer auf der Außenbahn. Und er verspricht wieder Löwenhandball in der Halle. Doch bis der einstudiert ist, könnte es noch dauern. Durch die Olympischen Spiele fehlen der Mannschaft gleich 6 Akteure. Ich hoffe, dass sie es genießen, dass sie sportlich erfolgreich sind, dass sie verletzungsfrei bleiben. Und dann, wenn sie zurückkommen, wenn wir ins Trainingslager fahren und dann eine Woche haben, wo wir mit dem kompletten Team dann daran arbeiten, dass wir es zusammenfügen, die Sachen, die wir ohne sie vorbereitet haben, dann kommen sie dazu und dann werden wir das passend machen. Und das schon bis zum 5. September, denn dann startet die Saison zu Hause gegen den Rekordmeister THW Kiel.